Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Im letzten Part haben wir die Königin befreit, die einen komischen Aufzug hat. Wozu die Verkleidung? Weil es in diesem Haus zwei Arten von Menschen gibt. Die Spießgesellen von Hau und meine Getreuen. Wenn mich Hausmänner finden, töten sie mich. Und meine Leute würden mich zum Palast zurückbringen, wo mein Vater mich vermutlich auch töten würde. Es ist ein berechtigter... Ach ja, Maureens Level Up. Willenskraft. Lebenswächter, stimmt, das kann man initial casten, das wäre gut. Ich meine, den ganzen Krempel werden wir eh nie machen. Wutringer-Garnison ist ganz nett, aber... Auch zwei Level-Ups werden wir eh wahrscheinlich eh nicht haben. Und hier, reinigende Aura wäre halt richtig gut. Lebenswächter. So, ich teste was. So, und der hat diesen Buff jetzt eine Weile. Das Ding hat auch einen ordentlichen Cooldown. Okay, so funktioniert das. Also das ist dieses grüne Siegel des Lebenswächter. Okay, ist mit, das ist ja eine schicke... Achso, stimmt, war ja Gästezimmer und keine Zelle. Kommt ihr mit? Ja, okay. Ich hätte speichern sollen. Wächter, ich verhafte euch im Namen des Regenten für den Mord an Randon Howe und seiner Leibwache. Ergebt euch, dann wird euch womöglich Gnade zuteil. Ihr kennt nicht die ganze Geschichte. Macht euch nicht lächerlich. Die Königin wird weder hier noch sonst wo gefangen gehalten. Ihr Vater würde das niemals zulassen. Sie ist hier, sagt sie Anora. Was? Sir Carsrian, der Erbauer sei gepriesen, dass ihr hier seid. Dieser Brigant wollte mich entführen. Was? Unfassbar. Erledigt sie! Logan will den Wächter tot oder lebendig? Es wäre doch eigentlich so verfickt klar. Vielleicht. Ja, das sind ein paar. Alles schützen. Gut. Werden wir kämpfen müssen. Dann geht jetzt Part. Ach, aber meiner ging auch noch raus. Immerhin. Anuminos! Oh Gott! Könnte ein bisschen blöd werden. Diese verdammte... Was hätte der jetzt geschadet, einfach die Wahrheit zu sagen? Ich meine, was verspricht die? Die muss sich davon doch irgendeinen politischen Vorteil erhoffen. Ja, ich weiß, was die Idee ist. Doch, stimmt, ich weiß, was der Vorteil ist, dass sie sich erhofft. Und zwar, wenn... Also sie geht davon aus, dass wir diese Schlacht verlieren, wenn es zum Kampf kommt. Ja. Ergo... Hätte sie jetzt gesagt, ja, der hat mich entführt, die Leute würden sie zu Logan bringen, der sie, wie sie gesagt hat, vermutlich töten würde. So. Heißt, im Umkehrschluss, Achso, hier war ein Autosave. Okay, gut. Dadurch, dass sie den Kack jetzt abzieht, verspricht sie sich schlicht und einfach. Wollen wir? So soll es sein. Ja, verspricht sich davon schlicht und einfach, dass wir, dass ihr Vater nicht glaubt, sie wollte irgendwas vom Dingenskirchen, ja? Und, ja. Wächter, ich verhafte euch im Namen des Regenten für den Mord an Randon Howe und seiner Leibwache. So. Ergebt euch. Dann wird euch womöglich Gnade zuteil. Ich ergebe mich, ihr kennt nicht die ganze Geschichte. Warum sollten wir jetzt aufhören? Nur Carthrian steht noch zwischen uns und der Freiheit. Was? Seid ihr sicher? Wenn wir sie töten, bekräftigen wir nur Logans Lügen über mich. Dieses friedliche Ende überrascht mich. Nehmt die Wächter mit.
Für die anderen interessiert sich Logan nicht. Eamon, wir haben ein Problem. Wir haben mehr als einen, denke ich. Ruhig. Was ist passiert? Die Wächter wurden gefangen genommen. Was? Wie konnte das passieren? Vergesst es. Die Frage ist, wie befreien wir sie? Ihr meint gewiss sie, Hoheit. Wir brauchen Alistair ebenfalls. Ja, natürlich meinte ich auch Alistair. Carthrian wird sie nach Fort Drakon bringen. Es dürfte schwierig sein, hineinzukommen. Leichter als den Kampf zu überleben da eben. Und das war ja eigentlich die Option, die ich sowieso nehmen wollte. Ui. Glotz nicht, Alistair. Oh, ihr seid wach. Das beruhigt mich aber. Ich war noch nie in einem Käfig und kann drauf verzichten. Das... Glotz nicht, verdammt! Wo sind deine Augen? Schließt euch den grauen Wächtern an. Erlebt die besten Kerker im ganzen Land. Das lockt bestimmt eine Menge neuer Rekruten an. Wenn ich warte und dann die anderen steuere, das wäre sicher cool. Die anderen werden kommen. Ich will wissen, was dabei kommt. Ja. Wer glaubt, ihr wird kommen? Na, wer schon? Ich bin mir sicher, dass Liliana und Morrigan auf jeden Fall. Das würde ich gerne sehen. Ein Angriff auf Fort Drakon im Alleingang. Morrigan kommt vermutlich auch. Hoffentlich behaltet ihr recht. Jawohl! Genau das ist... Ganz ehrlich, Kumpel, fick dich. So. Also. So. So. Schon so. Unterwegs? Morrigan. So. 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 Okay. Und ich... Küchenroben! Küchenroben! Was ist euer Begehr? Liliana soll ihn täuschen. Wir sind hier, um einem Verurteilten die letzte Ölung zu geben. Wozu soll das gut sein? Mutter Augustin ist doch schon hier. Liliana das Reden überlassen. Lasst uns beten, Schwester. Erbauer, vergib diesen gottlosen Seelen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Verschone sie vor deinem Zorn und erspar ihnen die Folter durch Furunkel, eiterne Ausschläge und faulende Wunden. Was? Was? Auch wenn sie deinen Wunsch nach Barmherzigkeit gegenüber den Unglückseligen nicht respektieren, bitten wir dich, ihnen dein Mitgefühl nicht zu verweigern, wenn sie in Not sind. Schon gut, wartet dort drüben, ich hole den Hauptmann, damit er euch einlässt. Beim Atem des Erbauers. Jeder vertraut Priesterinnen. Das ist ganz normal. Also gut, was geht hier vor? Wir wurden von der Kirche geschickt. Ihr seid eine Priesterin? Und das soll ich glauben? Ich sagte doch, der Plan ist dämlich. Männer, wir werden angegriffen. Schade. Okay, drauf. Ich bin bereit. Moment. Nur zu zweit ist das sehr viel angenehmer, weil da kann man sowas machen. Auch wenn die Kirchenrobe sicher miserables Dats hat. Okay, neues Target.
Die kann eh nichts machen, solange der ganze Scheiß aktiv ist. Okay. Gut, dann machen wir jetzt den da. Dann mag ich eure Targetwahl nicht besonders. Also mal bitte alle heilen. So, dann auf den da. Beide. Also so. Und so. Ui, die kassiert. So, und dann gibt's nochmal den da. Wenn wir gerade die Zeit haben. Und nichts anderes und alles andere auf Cooldown ist. So, die Mana-Pots sind auch auf Cooldown. In dem Fall nehmen wir mal so lange einen Heal-Pot. Dann den hier. Stirbt jetzt endlich mal! So, und jetzt der da. Seid vorsichtig! Musste wohl so kommen. Schlüssel zum Empfangstor. Hätte, glaube ich, Liliana das Reden überlassen sollen. Naja, sei es drum. Speichern. Das feiere ich jetzt irgendwie. Vor allem, wie es die beiden sich wohl arrangiert haben. Das will ich ja auch gerne mal wissen. Hier ist nix. Aber eine Kiste. Immerhin kann Liliana ja ein bisschen Schloss knacken, auch wenn das nichts Gutes ist. Also, das, was ich hier gekriegt habe, ist nichts Gutes. Nicht, dass sie Schloss knacken kann, das ist was Gutes. Kann ich bitte was anderes anziehen? Ah, Beschränkung Morrigan. Aber das kann sie anziehen. So. Was hat es denn überhaupt an alles? Das hier hattest du an? Wades Drago-Lederrüstung, genau das Zeug hattest du an. Dann die... Wo ist denn der Rest? Die Delish-Handschuhe hatte ich an. Nee, ich habe die abgelegt, weil ich was Besseres hatte. Genau. Hier. Nee. Spinne ich jetzt? Egal, nehmen wir die so lange. Ach hier, Wedge. Ach so, die hatte sie an. Die hat nur die... Ach so. Ja, da ist alles. Okay. Dann never mind. So, Morrigan. Bei dir ist auch alles da, bis auf die Haube. Lässt sich ändern. Genau. Die wieder drauf. Und die Archon-Robe. Oder Robe der Kontrolle machen wir jetzt mal halt. Minus 1 Willenskraft. Ah, fuck it. Ach so. Von der Aktion vorhin. Okay. Jetzt aber wirklich Party. Selbstaufopferung beten. Oh, ich habe nicht erwartet. Schickt euch Boen? Oh, ich sagte ihr bereits, ich bin alt, aber nicht tot. Ich komme hier bestens zurecht. Ich hätte die Kirchen oben anlassen sollen. Es tut mir leid. Ich diene der Kirche schon länger als sie. Und was ist der Dank? Möchtet ihr euch nicht zur Ruhe setzen, Mutter Augustin? Zur Ruhe setzen! Ich habe doch nicht 30 Jahre den Verurteilten gepredigt, um jetzt als Spitzenklöpplerin und Unkrautjäterin mein Dasein zu fristen. Lächerliche Idee. Liliana soll sie beruhigen. Ich wusste nicht, dass wir geschickt wurden, um euch zu beleidigen. Das ist ja ungeheuerlich.
Es ist eine Beleidigung des Erbauers, jawohl. Und es ist höchste Zeit, dagegen aufzubegehren. Ihr passt in der Zwischenzeit auf meine Kapelle auf, ja? Ich werde dieser Frau mal ordentlich die Meinung sagen. Okay. Wir brauchen jetzt keine alte Priesterin killen. So sind wir dann auch nicht drauf. Also, Moment. Hä? Hätte ich von der Alten den Schlüssel gekriegt? Das ist jetzt ungünstig. Ach, hier geht's noch weiter. Was auch immer ihr wünscht. Toll, das ist noch schlechter als meins, was ich gerade habe. Mein Inventar ist brechend voll, seit sich da Alistair und Yaluva drin ausgeleert haben. Mhm. Irgendwie dachte ich, den hätte ich genommen gehabt. Okay. Ich bin doof. Aber so richtig. What the fuck? Ich könnte schwören, ich hätte den genommen. Oh Gott. Ach komm, machen wir es authentisch. Die Helme sieht ja keiner. Und es muss ja zumindest irgendwo nach was aussehen. Hast du gehört, dass Terran Howe ermordet wurde? Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Selbst für einen Aal von Denerim. Es könnte knifflig werden. Wenn ihr planen wollt, dann rasch. Womöglich bringen sie den Wächter jetzt gerade schon zur Hinrichtung. Oh. Die hat was vor. Balliste. Ich fuhrwerk hier mal rum, ne? Ja, das ist voll unauffällig gewesen. Ich gehe hier hoch, richte die Balliste auf und schieß einmal. Also ihr seid echt tolle Wachen. Halt sein. Niemand wird glauben, dass wir hierher gehören. Okay, das heißt, jetzt soll ich wirklich das Zeug anziehen. Huch! Eindringlinge! Ja, das haben sie schon gemerkt. Hier ist kein Magier? Nee, aber Schützen. Okay, das heißt... Druff. Und einmal den hier, bitte. Schön hier bleiben, Freundchen. Ah, der ist ein blöd Streuschuss. Wieso hat der bei dem so wenig Cooldown? Dann so. Du gönnst dir mal. Nein, den da. Das langt. So, dann der nächste Bogenschütze, bitte. Ne, der hat eine Armbrust. Scheiß drauf. Muss trotzdem nett sein. Also. Den hier. So rum hinstellen, bitte, damit du keine Flankenangriffe kassierst. Wieder mit dir! So, dann nochmal den hier gleich wieder. Ich werde es tun. Und darauf einen genehmigen. Das ist der Angeschlagene. Nein. Dauert
So. 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 Ja, für die ja eigentlich irgendwo auch. Ich meine, klar, die kannte zu dem Zeitpunkt nicht und da hat sie aus ihrer Sicht schon irgendwo das Richtige getan. Also, man kann sie nur so halb vorwerfen. Trotzdem war es ein Arschloch-Move. Sicher irgendwo. Ja, ich weiß, es ist klar, irgendwo verstehe ich, dass sie in dem Punkt erstmal an ihr eigenes Leben denkt, weil, wie sie gesagt hat, Logan hat sie getötet. Und da hat sie niemand als die Königin erkannt gehabt an dem Punkt. Es ist echt schwierig, auf dich aufzupassen, Mädel, weißt du das? Ich brauch doch mehr Konsti. Ich kann es nicht riskieren. Ja, angreifen. Okay. Aber jetzt ja wohl. Ja, und das passiert, wenn man den Magier außer Acht lässt. Aber das ist in dem Fall nur der Support-Magier. Ein Damage-Leader-Magier außer Acht zu lassen, ist, wenn man nicht auf die Verluste achtet, doch sogar viel verheerender. Trotzdem, das war jetzt gerade bei 4 Leute. Das dauert zu zweit echt ein bisschen länger. Nur einen Moment. Naja, sei es drum. Die werden das sicher schon irgendwie schaffbar gemacht haben. Wir sollten vielleicht vorsichtig vorgehen. Aber. Was auch immer. Achso, kann ich ja nicht. Weil ich diesen Perk habe. Nevermind. Wie wär's damit? Ja, aber ja, ein bisschen vorsichtiger könnte nicht schaden. Wobei immer nur Einzelne sind ja kein Problem. Wo liegt denn überhaupt hin? Da. Okay, das ist die völlig andere Ecke. Ich meine, ich könnte mich auch immer noch genau umsehen, wenn ich wieder zu viert bin. Das wäre unter Umständen etwas angenehmer. Falscher Weg. Da lang. Und da kam ich doch. Nee, halt, da lang muss ich. Okay, das sind wieder ein paar Gegner, das heißt speichern. 2. Na, sei es drum. Okay, 3. Hey, hey, hey! Falscher Zug. Halt! Ja, was immer ich wünsche. Und ich wünsche, dass ihr jetzt erstmal kurz wartet. So. Und, gut, bursten. Und sicher ist sicher. Okay, und der zweite. Währenddessen den hier. Auch wenn die noch einen Lebenswächter drauf hat. So, aber jetzt müsste es reichen. Sagenhafte 10 EP geben die Mabaris. Wird erledigt. Okay, na dann, weiter geht's. Lebenswächter hält echt lange, Leute. Aber gut, muss ja auch theoretisch für den ganzen Kampf halten. Wahrscheinlich, wie sich der Siegel nicht im Boden mitdreht. 2, okay.
Oh lol, der hat kassiert. War das ein Crit? Egal. Puff. Die halten ja richtig. Wow, dann. Das waren bisher das waren echt die schwersten Gegner bisher. Der Lebenswächter habe ich echt nicht gebraucht. So. Ich sag, ich gucke mich gleich in Ruhe um. Erstmal. Die Nachbarzelle. Nee. Oh, komm schon! Wie ihr meint. Hat doch was gelootet, auch wenn ich erst nicht gesehen habe. Egal, 60 HP for free. Kommt schnell, Wächter. Ihr werdet ja wohl kaum noch länger bleiben wollen. Da seid ihr ja. Folgt mir, der Erl wartet auf uns. Yay. Ich hab mein Zeug wieder an. Gut, dann können wir jetzt ja ein bisschen genauer umgucken. Ich glaube, der ist tot. Ach, hier ist die Szene von der... die wir vorhin gesehen haben. Ich will nicht wissen, wie es ausgesehen hätte, hätte ich mit Alistair hier rauskämpfen wollen. Oh, der Barbarie hat was gelootet. Geld. Cool. Ach ja, genau, da war was. Okay, jetzt wo lang? Da, weil da sind Gegner. Und jetzt sind wir zu viert. Und Zeugen könnten stören. Nee, Spaß. Aber, wie gesagt, jetzt sind wir ja zu viert. Das heißt, jetzt habe ich auch keinen Schiss mehr. Oder jetzt brauche ich auch nicht mehr vorsichtig zu sein. Trotzdem kritisiere ich mal wieder eure Targetwahl. Jetzt geht's halt. Oh, das ist ein Oberst. Jetzt überleg mal, da wäre ich reinmarschiert, bevor ich wieder zu viert gewesen wäre. Das hätte ich ja so in die Tonne kloppen können. Gehst du bitte mal nicht auf mich? Du Oschi, danke. Seid vorsichtig. Ich wusste, wir können nicht verlieren. Sonst noch irgendwas? Ja, Loot. Großer hölzerner Rundschild aus Sylvanholz. Ich frage mich gerade, hätte Yaluva die Zellen... Die konnte man nämlich knacken, die Zellentüren. Das hätte Yaluva doch bestimmt hingekriegt. Werden wir kämpfen müssen. Mit der Schlossknackenfähigkeit. Im Moment sind wir eigentlich eher Ausdringlinge, wenn man es so will. Das war richtig, der war richtig scheiße. Vergesst, dass ich irgendwas gesagt habe. Geld. Und da geht's weiter. Nee, doch nicht. Okay. Ah, hier ist was. Private Dokumente. Warum nicht? Wird erledigt. Schlüssel zur Tür der Eingangshalle. Oh. Silberritt Großschwert. Mhm. Ich nehm's mal mit. Ich meine, es ist fucking Silberritt. Ich weiß nicht, was Dennis schon wieder für ein Problem gehabt hat, aber wahrscheinlich, weil wir aufgegeben haben, anstatt zu kämpfen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, das war der richtige Weg. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich direkt angegriffen hätte, die Dinge vielleicht mitgemacht hätte, aber jetzt haben wir immerhin keinen Grund mehr, sauer auf sie zu sein. Das hat ja auch was. Ach, jetzt ist auf einmal keiner mehr. Ja, egal. Hau mal einfach ab. Moment. Okay, hier ist wirklich keiner. Gut. Dann durchschreiten wir diese Tür. Im nächsten Part. Bis dahin, ciao.